Sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Mitglieder der Cellini-Gesellschaft, ich darf Sie nun auch herzlich von meiner Seite begrüßen mit meinem Beitrag der Ringvorlesung Kunst am Markt. In den nächsten ungefähr 47 Minuten will ich versuchen, Ihnen einzelne Einblicke in die Sammlungspolitik und in die Sammlungsstrategien der Habsburger zu bieten. Und das Ganze versuche ich anhand der Geschichte jener Sammlung zu machen, die wir als Wiege unseres Museums betrachten, die Wiener Kunstkammer und die Wiener Schatzkammer. Lassen Sie mich dabei mit einem Zitat beginnen. Im Wiener Kunst- und Geistesleben ist ein bedeutungsvoller Abschnitt eingetreten, mit dem Tage, wo der majestätische Kunsttempel am Burgring seine Pforten dem Eintritt des bewundernden und verwunderten Volkes erschlossen hat. Was der Kunstsinn der Habsburger seit Jahrhunderten an seltenen Schätzen der Kunst in ihrer Residenz gesammelt und bewahrt, was aber lange zerstreut in der Hofburg und im Arsenal, im oberen und unteren Belvedere und vielfach verborgen in Kisten und Depots lag, das hat sich nun ein Stelldichein an einem Orte gegeben und ist zu einem Ensemble entstanden, welches die glänzendsten Kunstsammlungen der Welt fortan überglänzen wird. Mit diesem überschwänglichen und fast schon überheblich wirkenden Urteil berichtet die Extrapost über die Eröffnung des Kunsthistorischen Museums in Wien durch Kaiser Franz Josef im Oktober 1891. Dieses Museum sollte seinem Generalprogramm folgend, Zitat, Zeugnis von dem Kunstsinn und der Munifizenz ablegen, mit welchen die Herrscher Österreichs von jeher bestrebt waren, Kunst und Wissenschaft zu pflegen und zu unterstützen, Zitat Ende. Das Kunsthistorische Museum war also als Tempel der Verherrlichung der Habsburger mittels ihrer Kunstsammlungen konzipiert worden. Das war kein neuer Zugang des 19. Jahrhunderts, sondern hatte lange Tradition bei den Habsburgern. Die Familie hatte zu diesem Zeitpunkt seit über 700 Jahren als Könige bzw. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und später als österreichische Kaiser über große Teile Mitteleuropas regiert. Kaiser Franz Josef konnte auf 21 Vorgänger im Amte aus seiner eigenen Familie zurückblicken, davon 4 Könige und 17 Kaiser. Jeder dieser Vorgänge hatte seinen Teil zur Aufrichtung, Mehrung und Erhaltung der kaiserlichen Sammlungen beigetragen. Die meisten davon müssen wir heute beiseite lassen. Wir konzentrieren uns auf das 16. und 17. Jahrhundert und kommen damit auch zu jenen Vertretern des Hauses Habsburg, denen man auch im 19. Jahrhundert die tragende Rolle beim Zustandekommen der kaiserlichen Sammlung zugestanden hat. Julius Victor Berger stellt uns diese in einem Deckengemälde des sogenannten Goldenen Saales der Kunstkammer Wien vor. Beginnend mit Kaiser Maximilian I. werden uns hier in einer fiktiven und zeitübergreifenden Versammlung die wichtigsten Kunstförderer und Sammler des Hauses Habsburg, umgeben von ihren Hofkünstlern und Gelehrten, vor Augen geführt. Im Zentrum thront Kaiser Maximilian I., flankiert von Johannes Stabius, seinem Historiographen, und Albrecht Dürer. Mit diesem Kaiser können wir nun zu Recht auch in unser Thema inhaltlich einsteigen. Maximilian hatte es nicht nur verstanden, die Kunst als Medium seiner Selbstdarstellung gezielt einzusetzen, er sah sie auch als Instrument, seinen Nachruhm zu sichern. Das betreffende Schlagwort war Gedächtnis. Dieses sollte sich nicht nur auf ihn beziehen, sondern sollte auch auf andere Fürsten und natürlich vor allem auf Fürsten seiner eigenen Dynastie beziehen. Derselbe Gedanke also, der auch zur Gründung des Kunsthistorischen Museums im 19. Jahrhundert geführt hatte, nämlich die Bewahrung des Gedächtnisses kultureller Leistungen des Herrscherhauses, hatte schon bei den Kunst- und Sammlungsbestrebungen Maximilians um 1500 eine wichtige Rolle gespielt. Dieser Gedächtnis hatte Maximilian in seiner Autobiografie, dem Weißkönig, ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem er die Sorge darum zur vornehmen Aufgabe des Herrschers erklärt. In diesem Lichte sind auch Maximilians Bemühungen um die Neuordnung und Inventarisierung seiner ererbten Familienschätze in den beiden Schatzkammern in Innsbruck und in Wiener Neustadt zu verstehen. Bei einer dynastischen Sammlung, einer Familien- oder Haussammlung, ist das Erben ja immer die wichtigste Quelle, um
die Vermehrung, für die Vermehrung der Sammlung oder überhaupt für das Zustandekommen einer Sammlung. Maximilian hatte dabei nicht nur seinen Vater und seinen Onkel beerbt, sondern auch seinen Schwiegervater, den legendären Burgunderherzog Karl den Kühnen. Ab 1500 ließ Maximilian die zumeist in Kisten verpackten Schätze sichten und teilweise neu ordnen. Hier beobachten wir nun einen Zugang, der neu ist, weg von einem mittelalterlichen Schatz. Und der geht schon hin, also es geht weg von dieser unsystematischen und eher planlosen Anhäufung von Wertgegenständen hin zu einer geordneten und zielgerichtet erweiterten Sammlung. Gemälde, Schildereien spielen zu diesem Zeitpunkt als Sammlungsgegenstand in den Schatzkammern noch eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Sie werden in meinem heutigen Beitrag auch kaum eine Rolle spielen. Die zentralen Gegenstände einer höfischen Sammlung dieser Zeit waren durch materielle Kostbarkeit, durch exklusive Seltenheit und virtuose künstlerische Ausführung bestimmt. Wie wir dem Ausschnitt aus der Triumphpforte Maximilians entnehmen können, wann es in erster Linie Heiltümer, also das ist das, was wir hier im Zentrum stehen, also Reliquien und religiöse Gegenstände, daneben aber natürlich die Insignien der Macht, Krone, Zepter und Orden, wie wir hier auf diesem Tisch sehen. An der Wand hängt ein Orden vom Goldenen Vlies, eine Collane vom Goldenen Vlies und eben Kunstwerke aus Gold und Silber hier und edlen Steinen. Das sieht man auch hier in diesem fiktiven Darstellung. Kostbares Tuch und Tapisserien ergänzten diese kostbaren Schätze. All dies sollte Rang und Stellung des Besitzers untermauern und der höfischen Repräsentation dienen. In einem Inventar aus dem Jahr 1521 finden wir diesen Bestand auch wörtlich als Schatz bezeichnet. Neben den oben erwähnten Materialgruppen finden sich in diesem Inventar nun auch einzelne Gefäße aus Straußeneiern, aus sogenannten Greifenklauen, eine Natternzungenkredenz, Gefäße aus Steinbockhorn, ein sogenanntes Einkürn, 6 Spannen lang. Das sind Objekte, die wir in der Regel nicht mit einem mittelalterlichen Schatz, sondern eher mit Kunstkammern oder Wunderkammern assoziieren. Diese Begriffe aber, wie auch der betreffende Sammlungstypus, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht formuliert. Wir kommen später noch dazu. Für Maximilian hatten diese Besitztümer neben den angesprochenen Funktionen aber noch einen weiteren, einen ganz praktischen Nutzen. Auf sie konnte er zurückgreifen, wenn schnell flüssige Zahlungsmittel benötigt wurden. 1486 verpfändete er etwa das Einkürnschwert, ein Erbstück von seinem Schwiegervater Karl dem Kühnen. Nachdem Maximilian nicht die gesamte Summe zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzahlen konnte, blieb das kostbare Pfand zunächst im Besitz der Pfandnehmer, 3er Adeliger. Von deren Erben wurde es nun auf der Frankfurter Messe zum Verkauf angeboten. Später wurde es dem Kardinal Granvella, dann Kaiser Karl dem V., noch später Kaiser Rudolf II., venezianischen Händlern und wohl noch vielen weiteren vorgelegt, bis es schließlich der Fürstabt von Fulda erwarb und Kaiser Ferdinand II. Schenkte. Und so kam das Stück wieder zurück in unsere Sammlungen. Es sind in der Zwischenzeit aber über 150 Jahre seit der Verpfändung vergangen. Wohl nicht zuletzt, um solchen Verpfändungen entgegenzuwirken oder diese zumindest in geordneten Bahnen ablaufen zu lassen, hatte die Enkelgeneration von Maximilian sogenannte unveräußerliche Erbstücke definiert, die, Zitat, weder durch Verkaufung, Schenkung, Versatzung oder einigen anderen Weg aus dem Hausschatz ausscheiden durften. Es war dies ein über 2 Meter langes Einkürn und die mächtige, spätantike Achatschale. Dass diese beiden Stücke allerdings unveräußerliche Erbstücke waren, bedeutet nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass alles, das mit dem Übrigen nach Belieben verfahren werden konnte. Der allmähliche Wandel vom mittelalterlichen Wertrepositorium hin zur Kunstkammer war nämlich in der Zwischenzeit weiter fortgeschritten. Und mit ihm auch ein etwas veränderter Zugang zu dem, was Sammeln bedeuten konnte. Maximilians Enkel Ferdinand
Er ließ 1537 eine Instruktion, in der er regelte, wie seine Kleinader, Silbergeschirr, Verehrungen, kostliche Bücher, Antiquitäten, Instrumenta und Kunststück aufbewahrt werden sollte. Über den Bestand sollte ein Inventar angefertigt werden, in dem auch festzuhalten sei, von wem und wann die jeweiligen Dinge als Geschenk eingelangt oder gekauft wurden. Dieses Inventar wäre natürlich in unserem heutigen Zusammenhang eine grandiose Quelle, nur es hat sich leider nicht erhalten. Ferdinands Instruktionen sind aber auch für sich schon aufschlussreich, schreibt er doch, dass all dies gemacht werden soll, weil, ich zitiere, uns dergleichen Ding zu Zeiten von wegen Seltsamkeit, zu Zeiten von wegen künstlicher und wunderlicher Gemächt und Arbeit ganz angenehm sein. Zitat Ende. Seine Motivation ist also nicht mehr nur die materielle Kostbarkeit des Sammlungsgegenstandes. Es geht um den Seltenheitswert, also die Seltsamkeit, die Kunstfertigkeit und den Kunstwert der Dinge. Das Ganze 1537, wie gesagt. Folgerichtig lässt Ferdinand auch in Wien eine Kunstkammer und keine Schatzkammer zur Verwahrung seiner Sammlung errichten. Wir treffen zum ersten Mal 1554 bei Ferdinand auf diesen Begriff. Seine Wiener Kunstkammer ist somit die erste historische Kunstkammer. Ferdinands Zugang und sein Verhältnis zu seiner Sammlung spielen sich auch in der Tatsache wider, dass er seine Antiken und seine Münzsammlung seinem ältesten Sohn mit einer Bedingung vererbte. Und diese Bedingung sagte, dass diese nicht wegen ihres Wertes, sondern aufgrund ihres Alters, ihrer Vielfalt und ihrer guten Ordnung zu schätzen sei. Und diese Sammlung solle, Zitat, unzertrennt beieinander bewahrt werden. Also hier geht es nun um Alterswert, um Vielseitigkeit und Ordnung. Die kommen als neue wertbestimmende Kriterien hinzu. In diesem Zusammenhang ist es auch bezeichnend, dass die Namenslisten der Kaisermünzen innerhalb dieser Sammlung mit Julius Caesar beginnen und mit Karl dem V., dem Bruder Ferdinands, enden. Obwohl diese Münzen nicht alle vorhanden war, gab es schon eine konzipierte Liste dieser Münzen. Es deutet sich also hier ein zusätzliches Ideal an, das Ideal des Erreichens einer Vollständigkeit, einer möglichst lückenlosen Sammlung. All dies ist Ausdruck eines grundlegenden Wandels im Verhältnis des Sammlers zu seinem Besitz, der auch in den nachfolgenden Generationen die Sammlungsstrategien prägen wird. Ferdinands ältester Sohn, der spätere Kaiser Maximilian II., wird außerhalb Wiens eine Schlossanlage zur Unterbringung seiner Kunstsammlungen und zu deren Verbindung mit seinen botanischen und zoologischen Sammlungen beginnen. Man sieht diese Anlage hier im Hintergrund. Dieses sogenannte Neugebäude blieb zu seinen Lebzeiten unvollendet. Maximilians Bruder, Erzherzog Ferdinand, wird in Tirol auf Schloss Ambras ein ähnliches Vorhaben umsetzen. Hier errichtet er eigene Gebäude zur Unterbringung seiner Rüstkammer, also dieser ganze untere Teil hier unten, diente zur Unterbringung der Kunstsammlungen, der Rüstkammer, seiner Bibliothek und seiner Kunstkammer. Auch in Graz wird der dritte der Brüder, Erzherzog Karl, eine Kunstkammer einrichten. In dieser und der nächsten Generation war nun innerhalb des Kaiserhauses die Persönlichkeit des Sammlers, dessen jeweilige Vorlieben, aber auch seine Möglichkeiten und Fähigkeiten gefordert. In ganz Europa waren nun entsprechende fürstliche Sammlungen aufgebaut, die wir unter der Rubrik Kunstkammer laufen lassen können. Die Habsburger in Spanien und den Erblanden sahen sich mit vergleichbaren Sammlungen der Medici, der Päpste, der französischen und des englischen Königshauses wie auch der deutschen Fürstenhäuser konfrontiert. Man wusste über die einzelnen Sammlungen zumindest im Groben Bescheid und es begann ein befruchtender Wetteifer untereinander. Das wird auch bei Gabriel Kaltenmark spürbar, der 1587 eine Empfehlung für den sächsischen Kurfürst Christian verfasst, Zitat, wie eine Kunstkammer aufzurichten sein mochte. Als mögliche Vorbilder für eine neue Ausrichtung der Dresdner Kunstkammer gibt er, ich zitiere wieder, beide Maximilianos, römische Kaiser, König Franziskus I. in Frankreich, König Heinrich VIII. In England und die Herzogen zu Florenz an.
Also ja, Vorbilder sind all jene, die bereits eine bedeutende Sammlung besaßen. Letztere, die Medici hätten, ist laut Kaltenmark ohnehin nur über das Sammeln und Fördern der Künste von einem, ich zitiere wieder, einem bürgerlichen Geschlecht zu fürstlicher, ja fast königlicher Hoheit gebracht. Ähnlich wie in Wien setzte man in Dresden auf Qualität. So solle ein weiteres Zitat, ein nicht eines jeden Puppen- oder Dockenschnitzers Werk in eine Kunstkammer gebracht werden, sondern was von den besten Meistern kommt. Nicht das Mittelmaß, sondern die Spitzenleistung ist in diesen Sammlungen gefragt. Das setzt natürlich auch Kennerschaft voraus. Wer nun die besten Meister wären, führt der Dresdner Berater in seinem Vorschlag ebenso an, wie die Orte, wo sich die besten Werke derselben befänden bzw. zu bekommen wären. Man könne auch dabei auch versuchen, sich von befreundeten Fürsten oder Sammlern, erzählt hier die Herzoge von Österreich und Bayern, die Fugger, sowie die Herzöge von Savoyen, von Florenz, Ferrara, Mantua, Parma und Urbino aus, von all diesen Herzögen, die alle ihre Sammlung hatten, konnte man versuchen, Kunstwerke zu erwerben oder sich schenken zu lassen. Wenn man das Erhoffte nicht bekommen sollte, könne man sich auch mit Kopien respektive Gipsabgüssen begnügen. Diese solle man dann über Wasser nach Dresden bringen, da dies nicht nur bequemer wäre, sondern auch günstiger. 3 oder 3,5 Gulden pro Zentner im Verhältnis zu 7 Gulden für den Transport über den Landweg. Für die Habsburger hatte nun diese Herangehensweise, die Anschaffung von Gipsabgüssen, offenbar nur eine geringe Rolle gespielt. Eher noch gab man sich mit modernen Nachschöpfungen, Reduktionen oder Bronzeabgüssen zufrieden. Man wollte schon lieber dem Selbstverständnis des Kaiserhauses entsprechend ein Original oder zumindest ein Werk aus kostbarem Material besitzen. Es ging schließlich immer noch darum, sich auch mittels seiner Sammlung abzuheben, zu unterscheiden. Unter dieser Prämisse hatte auch Kaiser Maximilian II. Seinen Gesandten in Madrid, Adam von Dietrichstein, angewiesen, für ihn kostbare exotische Seltenheiten zu besorgen, mit der Aufforderung, quanta rariora tanta migliora, also je seltener, desto besser. Sein Botschafter Hans Kevenhüller sollte in Spanien um Fremdsachen und Tiere sich umsehen. In Lissabon sollte er einen großen Bezoar besorgen, eine Naturalie, der man magische und medizinische Wirkung zuschrieb und deren Gewicht mit dem 2,5-fachen Goldgewicht aufgewogen wurde. Neben diesen seltenen Naturalien standen weiterhin antike Skulpturen und Münzen im Fokus des kaiserlichen Sammlers, also Maximilian II., wobei er auch hier von Jacopo Strada beraten wurde. Auf den sind wir schon im ersten Vortrag gestoßen, hier kommt er immer wieder. Dieser scheint auch an der Ordnung der Kunstsammlung des Kaisers beteiligt gewesen zu sein. Zumindest haben wir eine Notiz von Quickeberg, die darauf schließen lässt. Strada tat sich auch als Kunstsachverständiger hervor und nahm eine Mittlerrolle zwischen Künstlern und dem Kaiser beim Erwerb von Gemälden ein. So etwa als er 1568 Arbeiten von Tizian als Dekoration für eines der kaiserlichen Schlösser empfahl. Maximilian schlug zu, beauftragte bzw. kaufte, wollte zuvor aber wissen, ob denn der alte Tizian noch so gut male wie früher. Es ging also nicht nur um den großen Namen, sondern es ging um Qualität. Seine eigenen Hofmaler Giulio Licinio und Giuseppe Arcimboldo hatten bei festem Monatsgehalt nicht nur nach den Vorstellungen des Kaisers zu malen, auch Festdekorationen zu entwerfen und so weiter, sondern sie nahmen auch eine Rolle in der Kunstakquise ein. 1582 wissen wir etwa, dass Maximilian Arcimboldo zu einem Kemptener Bürger schickte, der Antiquitäten und Kunststück verkaufen wollte. Der Hofmaler solle sie dabei begutachten und das Qualitätsvolle daraus kaufen. Ein Zusammenhang des Malers Arcimboldo mit den in seiner Heimatstadt tätigen Steinschneider lässt sich ebenso herstellen. Von Gasparo Miseroni kaufte der Kaiser Gefäße aus Bergkristall für über 2500 Gulden. Darunter vermutlich auch diese beiden, die wir hier sehen,
von Francesco Tortorino, einem ebenso in Mailand und später in Madrid tätigen Steinschneider, erwarb er eine einzige Tazza für den stolzen Preis von 700 Gulden. Daneben nehmen sich die 20 Gulden Monatslohn von Arcimboldo sehr bescheiden aus, ebenso wie die 80 Gulden, die der spanische Botschafter im Vergleichszeitraum für eines seiner Bilder bezahlte. Man könnte überspitzt sagen, 8¾ Arcimboldi für einen Tortorino. Das waren die Relationen. Neben den teuren Bergkristallgefäßen schlugen auch Goldschmiedearbeiten gehörig zu Buche. Maximilian hatte zwar eigene Hofgoldschmiede, wandte sich aber für die aufsehenerregenden Aufträge häufig an die großen Meister der Goldschmiedezentren, allen voran an Wenzel Jamnitzer in Nürnberg. Von diesem hatte er mindestens 2 wertvolle Silberbrunnen anfertigen lassen und auch dafür mehrere tausend Gulden ausgegeben. Das aufwendigste Projekt war ein über 3 Meter hoher Silberbrunnen, ein Monumentalbrunnen mit hydraulisch betriebenem Figurenprogramm, das Maximilian bei Jamnitzer direkt in Auftrag gegeben hatte. Fertiggestellt werden konnte dieses kolossale Kunstwerk erst nach dem Tod Maximilians, 10 Jahre nach seiner Beauftragung. 1578 wurde es an Maximilians Sohn und Nachfolger, Kaiser Rudolf II., geliefert. Herzog Ferdinand von Bayern soll von diesem Werk berichtet haben, es sei so schön und reichhaltig, ich zitiere, dass ich es nicht deskribieren kann. Also es muss wirklich ein wahnsinnig auffallendes und aufwendiges Werk gewesen sein. Nachdem dieser Brunnen dann 200 Jahre lang in den Kunstkammern der Habsburger auch für Aufsehen gesorgt hatte, ließ ihn Maria Theresia in der Mitte des 18. Jahrhunderts einschmelzen, um mit dem gewonnenen Silber eine öffentlichkeitswirksame Neupräsentation der Schatzkammer in der Wiener Hofburg zu finanzieren. Lediglich die Figuren aus Bronze, die sich nicht zur Münze schlagen ließen, also deren Einschmelzen nicht viel gebracht hätte, sind heute erhalten. Ein anderer Großkunde, Jamnitzer, war auch Maximilians Bruder, Erzherzog Ferdinand II. Mit diesem kommen wir nun zu einem Sammler und zu einer Sammlung, über die wir ungemein gut informiert sind. Anhand des Inventars seines Nachlasses lassen sich nicht nur der Bestand seiner Kunstkammer, seine Sammlung von Heldenrüstungen und seine Bibliothek nachvollziehen. Dieses Inventar ist so detailliert, dass wir über die genaue Verortung jedes einzelnen Objektes innerhalb der Sammlung Bescheid wissen. In Ferdinands Kunstkammer standen 20 raumhohe Kästen, in denen weit über 2500 Objekte Platz hatten, versammelt waren. Der erste Kasten nahm dabei Gefäße und Kunstwerke aus Gold auf, darunter auch die Saliera von Benvenuto Cellini, die wir hier unten sehen. Im zweiten Kasten fanden sich die Objekte aus Silber. Im dritten standen sogenannte Handsteine und Erzproben. Im vierten waren dann schließlich die Musikinstrumente, gefolgt von Uhren und Automaten, Objekten aus Stein, Büchern. Hier sehen wir Klebebände mit Grafiken, über die auch im ersten Vortrag schon gesprochen worden war, und Federarbeiten im nächsten Kasten. Beeindruckend muss auch der Korallenkasten gewesen sein. Also das waren jetzt nur 6 Kästen, 20 davon gab es, könnte in der Art weiterfahren. Umgeben waren diese Kästen von einer Fülle von Gemälden an den Wänden oder am Boden. Von der Decke hingen ausgestopfte Tiere, Belger und Skelette. Die Rekonstruktionen, die wir hier gerade sehen und vorhin gesehen haben, haben wir vor 3 Jahren vor Ort an originaler Stelle auf Schloss Ambras in Originalgröße installiert. Hier war nun jedes identifizierte Objekt an seinem ursprünglich eingestammten Platz von 1596 in seiner ursprünglichen Umgebung und Nachbarschaft. Das war insofern wichtig oder interessant, um zu verstehen, ob diese Kunstkammer, die Kunstkammer Erzherzog Ferdinands, die in der Literatur als Prototyp und als ideal umgesetzte, nach Materialgruppen geordnete Kunstkammer gilt, ob die in der Realität diesem Ideal auch entsprochen haben kann.
Und da hat sich eben herausgestellt, dass das so ganz nicht stimmt. Auch die Ordnung dieser Kunstkammer ist nicht so stringent, wie man es gerne hätte. Trotzdem hat sich gezeigt, dass die Ambrazer Kunstkammer Ferdinands II. Sehr nahe an den theoretischen Forderungen ihrer Zeit ist. In diesem Zusammenhang ist die wichtigste Quelle für uns ein Traktat von Samuel Kickeberg aus dem Jahr 1565. Kickeberg stammte aus Antwerpen, stand in Dresden in Diensten des Münchner Hofes und entwarf in seinem Traktat die Ordnung einer Sammlung nach bestimmten Klassifizierungskriterien. Als beispielhafte Sammler führte auch er neben Kaiser Maximilian II. Erzherzog Ferdinand an. Für uns ist nun aber vor allem spannend, dass Kickeberg den Zweck und die Bestimmung einer solchen Sammlung, ihre Ordnung und ihre zielgerichtete Erweiterung darlegt. Für ihn geht es darum, ich zitiere jetzt sehr frei, der Text ist auf Latein, für ihn geht es darum, ein Archiv kunstvoller Dinge zusammenzustellen, das der Erlangung einzigartigen Wissens und bewundernswerter Klugheit dienen sollte. Die regelmäßige Betrachtung dieses Archivs und die Auseinandersetzung mit ihr, hier ist von Tractatio die Rede, was auch das Berühren, das Anfassen der Objekte impliziert, wären das Mittel zum Erkenntnisgewinn. Die Sammlung wird hier also zum Wissensgenerator. In einer solchen Sammlung stünden sich Naturprodukte, technische und wissenschaftliche Geräte und Kunstwerke gleichwertig gegenüber. Je breiter eine solche Sammlung natürlich ist, je umfangreicher sie ist, desto größer ist natürlich auch die Möglichkeit des Erkenntnisgewinns, den man sich hofft. Dieses Verständnis bringt nun unweigerlich mit sich, dass der Sammler ihre Geheimnisse und wissensgenerierenden Fähigkeiten nicht jedermann zugänglich machen will. Das größte Wissen müsse schließlich bei den Regierenden bleiben, um weiter regieren zu können. Also das hatte schon Ferdinands Urgroßvater Maximilian I. in seinem Weißkönig geschrieben und gefordert. Das Bild, dass solche Sammlungen vielbesuchte Orte waren, an denen der Fürst seine Gäste freizügig durchführte und ihnen seine Schätze zeigte, ist eben zu revidieren. Es waren viel mehr Orte der Rekreation und des Studiums für den Fürsten selbst, zu dem außer ihm nur ausgewählte Personen, also nur ein relativ kleiner Kreis Zutritt hatte. Wenn wir uns nun anschauen wollen, wie diese große Kunstkammer Ferdinands entstanden ist, woher ihr enormer Objektbestand kam, nehmen wir uns beispielhaft einfach einen seiner Kästen, den Silberkasten, vor. Der besseren Lesbarkeit habe ich das Ganze auf 2 Stellagen reduziert. Und hier finden wir, also es ist nur ein Ausschnitt, hier finden wir jetzt die Natternzungenkredenz, die jetzt genau hinter meinem Kopf zu sehen wäre. Die haben wir aber schon im Besitz von Ferdinands Urgroßvater Maximilian gesehen. Erbstücke sind auch diese Objekte hier unten. Direkt beim Künstler erworben wurden diese beiden Stücke. Die beiden letzten sind Arbeiten von Wenzel Jamnitzer, wieder Wenzel Jamnitzer bzw. seiner Werkstatt und verbinden in sehr direkter Weise Kunst und Natur. Im ersten Fall ist es ein Nautilusgehäuse, das Ausgangspunkt ist, um ein Gefäß in Form eines Hahnes zu gestalten. Im anderen sind es Naturabgüsse, also in Silber abgegossene Tiere und Pflanzen, die den Dekor dieses Schreibzeugs bilden. Solche Naturabgüsse hatte Ferdinand immer wieder und in großer Zahl direkt bei Jamnitzer in Nürnberg bestellt. Der Großteil war für einen heute nicht mehr erhaltenen großen Handstein mit einer Paradiesdarstellung aus Silber bestimmt. Neben diesen Bestellungen in Nürnberg oder Augsburg finden wir im zweiten Kasten aber auch den sogenannten Hochzeitspokal Ferdinands, ein hohes Gefäß aus vergoldetem Silber, das die Tiroler Landstände dem Erzherzog anlässlich seiner zweiten Hochzeit 1582 geschenkt hat. 2 weitere Objekte sind Beispiel für eine Erwerbungsmöglichkeit, auf die auch schon Gabriel Kaltenmark zurück oder hingewiesen hatte. Es handelt sich darum,
nicht nur einzelne Objekte zu kaufen, sondern gesamte Sammlungen aus den Nachlässen von Gelehrten oder Kunstliebhabern von anderen Sammlern zu erwerben. Dabei sollte man diese, so die Empfehlung des Beraters, nicht selbst, sondern durch unverdächtige Personen erwerben lassen, da die Preise in der Regel steigen würden, sobald bekannt würde, dass große Herren solche Kunst begehren. Das war auch ein Zitat. Ferdinand bemühte sich sehr intensiv um zwei Sammlungen, nämlich die Wunderkammern der Grafen von Montfort und jener von Zimmern. Ich sage Wunderkammern dazu, weil die in ihrer Zeit als Wunderkammern bezeichnet wurden, also diese beiden Sammlungen, während die Sammlung von Ferdinand selbst als Kunstkammer bezeichnet wurde. Nach dem Tod des Grafen von Montfort hatte Ferdinand seine Witwe regelrecht bestürmt, ihm die Sammlung zu überlassen bzw. zu verkaufen. Einen großen Teil dieser Sammlung machten Kamen aus, die wir heute nicht mehr wirklich zuordnen können. Aus dieser Sammlung stammen aber eben auch diese beiden Stücke, die wir hier sehen, diese Kunstkammerstücke. Von den Zimmerschen Erben ließ er sich bedeutende Bibliotheksbestände schenken. Exotische, sogenannte indianische Sachen erhielt er noch in seinem Todesjahr 1595. Wenn wir an dieser Stelle nun resümieren, setzte sich Ferdinands reiche Sammlung aus Erbschaften zusammen, die durch gezielte Erwerbungen, seien es Einzelstücke oder gesamte Sammlungskonvolute und Geschenke, ergänzt wurden. Hier fehlt uns noch eine wichtige Quelle, nämlich die Kunstproduktion am Hof selbst. Dazu schauen wir uns den Inhalt eines anderen Kastens an, nämlich des Glaskastens. Hier in diesem Kasten waren eine Fülle von Gefäßen, Schmuckstücken und Objekten aus Glas versammelt, die zum großen Teil in Innsbruck entstanden waren. Ferdinand II. Hatte für den Aufbau einer exklusiven und nach seinen Vorstellungen arbeitenden Hofglashütte seine Fühler bis nach Venedig ausgestreckt, beziehungsweise nach Murano. Die Signoria hatte er um Überlassung venezianischer Glasarbeiter gebeten, die technisch brillant sein sollten und ehrbar wären, aber möglichst wenig eigene Fantasie haben sollten. Also die Vorstellung, wie die Produktion aussehen sollte, was produziert werden sollte, das hatte offenbar der Auftraggeber selbst. So entstanden am Innsbrucker Hof Glasobjekte, die sowohl die eigene Sammlung bereichern konnten, sich aber auch als exklusive Geschenke eigneten. Mit der Hofproduktion der Erzeugung von Kunstwerken durch eigene Hofkünstler hätten wir das Spektrum der Provenienzen nun abgerundet. Auf diese letzte Karte wird Ferdinands Neffe, Kaiser Rudolf II., in unvergleichlich höherem Maße noch setzen. Rudolf hatte die kaiserliche Residenz und die Reichsverwaltung von Wien nach Prag verlegt, dabei einen großen Teil des Hofstaates seines Vaters übernommen, diesen aber im Laufe der Zeit noch zahlenmäßig verdoppelt. Dazu berief er auch Gelehrte und Künstler aus ganz Europa an seinen Hof. Auf der Prager Burgstadt, dem Hradschin, versammelten sich diese zu einer illustren Schar herausragender Köpfe. Heute würde man sagen, das war ein Brainpool. Astronomen, Mathematiker, Musiker, Literaten, Ärzte, Alchemisten, Maler, Bildhauer, Goldschmiede, Kupferstecher, Edelsteinschneider, Instrumenten und Uhrmacher arbeiteten in regen Austausch untereinander unter dem gestrengen Auge ihres Dienstherrn, ihres Brötchengebers und in unmittelbarer Nähe zu diesen. Viele Hofkünstler hatten nun auch Zugang zu den Sammlungen des Kaisers, zu seiner Kunstkammer. Diese war ebenso am Hradschin untergebracht im ersten Geschoss dieses Traktes. Diese Kunstkammer war nun eingebettet in botanische und zoologische Gärten. Sie hatte Anschluss zu einem mathematischen Turm, den wir hier im Zentrum sehen. Sie hatte Anschluss zu Observatorien, zu Laboratorien und entsprach damit in ihrer Struktur auch dem, was Francis Bacon 1594 als Mittel zur Erkenntnis der verborgenen Geheimnisse der Welt vorgeschlagen hatte. Die Sammlung ist hier also auch hier ganz als Denkort, als Wissensgenerator konzipiert. Um diesen nun auf möglichst exklusive Weise zu erweitern, führt kein Weg daran vorbei, die Kunstproduktion am eigenen Hof
zu forcieren. Vor allem die im 16. Jahrhundert wiedererblühten Kunstformen des Steinschnitts, der Gefäßschnitt, der Kamelenschnitt und die sogenannten Commessi di Pietredure, also das Florentiner Mosaik, hatten es dem Kaiser besonders angetan, seinen Botschafter in Rom, wies er an, nach geeigneten Meistern Ausschau zu halten und nach Prag zu bringen. Also es ging nicht nur um den Erwerb von Kunstwerken, sondern es ging auch um den Erwerb von Künstlern, wenn man so will. Fündig wurde man schließlich in Mailand für den Gefäßschnitt und in Florenz für die Commessi. Mitglieder aus den führenden Künstlerdynastien in diesen beiden Bereichen wurden nach Prag berufen und bauten dort florierende Werkstätten auf. Die Miseroni für den Gefäß- und Kamelenschnitt, die Castrucci für die Commessi. Nach neuen Rohmaterialien, diese Produktion brauchte natürlich auch Material, ließ der Kaiser nun nicht nur in dem an Mineralien reichen Böhmen suchen, seine Edelsteinsucher waren auch in der Pfalz, in Oberstein und Zweibrücken fündig geworden und schickten Rohmaterial zur Veredelung nach Prag. Hier entstanden nun so extravagante Gefäße wie diese beiden Deckelschalen aus Pfälzer Achat oder eben auch figürliche Darstellungen aus edlen Steinen wie diese Chalcedon-Statuette. Die Meister der Commessi wiederum erweiterten in Prag die gesamte Kunstform des Commessi um die Landschaftsdarstellungen im Stein. Das ist was, was es in Florenz bis dahin nicht gab. Die Castrucci gingen von Prag wieder zurück nach Florenz und man nimmt an, dass diese Idee eben von Prag wieder zurückgeschwappt ist nach Florenz. An Malern hatte Rudolf Giuseppe Arcimboldo, Martino Rota und Giulio Licinio aus dem Hofstaat seines Vaters übernommen. Er setzte diese aber zunehmend durch Niederländer und Deutsche, allen voran Bartholomäus Spranger, Hans von Aachen, Josef Heinz, um nur einige zu nennen. Die Produktion seiner eigenen Hofkünstler war für Rudolf allerdings nicht ausreichend. Als Sammler interessierte er sich für die Meisterwerke. Sein Botschafter Kevenhüller empfahl ihm, Bilder von Tintoretto zu kaufen, weil Tintoretto laut der Aussage Kevenhüllers der derzeit von Inventionen beste Maler wäre. Dürer war auch immer noch gefragt. Dessen Allerheiligenbild, den Landauer Altar, hatte der Kaiser um 700 Gulden von der Nürnberger Zwölf-Bruderhaus-Stiftung erworben. Um den Hellerschen Altar in Frankfurt hatte sich der Kaiser vergeblich bemüht. In Spanien und Italien bemühten sich seine Gesandten um Gemälde von Correggio, Parmigianino, Raphael, Tizian, um Antiken, darunter auch die berühmte Gemma Augustea, die über Venedig den Weg nach Prag fand, sowie um ganze Nachlässe wie jenen des Kardinals Granvella. Für sein Prestigeobjekt, Projekt allerdings und Prestigeobjekt, man kann beides dazu sagen, die Anfertigung seiner unglaublich kostbaren, aber auch künstlerisch überzeugenden Krone, hatte er unter dem Siegel der Geheimhaltung in ganz Europa nach großen Diamanten suchen lassen. Mit Jan Vermeijen engagierte er einen Goldschmied, der von Antwerpen über Frankfurt nach Wien und Prag gekommen war. Aus Frankfurt wurden auch zwei Antwerpener Edelsteinschleifer nach Prag beordert, um die Veredelung der Steine vor Ort vornehmen zu können. Die Anfertigung dieser Krone sollte letztendlich das kostspieligste aller künstlerischen Unternehmungen Rudolfs werden. Allein für die große Perle an der Stirn, diese hier, sollen 1000 Goldgulden bezahlt worden sein. Und nach dem Tod des Kaisers berichteten die venezianischen Botschafter nach Venedig, dass diese Krone einen Wert von 500.000 Scudi haben würde oder diesem Wert entsprechen würde. Jetzt muss man bei diesen Werten natürlich immer dazu sagen, dass die nicht unbedingt 1:1 vergleichbar sind, weil es hier immer lokale und zeitliche Unterschiede gibt und dann auch ein Umrechnen von Gulden in Dukaten, Scudi oder Taler nicht unproblematisch ist. Trotzdem bekommen wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck über die Wertverhältnisse. Benvenuto Cellini hatte 60 Jahre zuvor als Hofkünstler in Paris ein Jahresgehalt von 700 Scudi bekommen. Dabei hat er gleich viel bekommen wie schon zuvor Leonardo da Vinci.
Die beiden hätten also 700 Jahre lang arbeiten müssen, um an den Wert dieser Krone heranzukommen. Das sind die Verhältnisse. Für Rudolf scheinen Geldwerte aber unterschiedliche Wichtigkeiten gehabt zu haben. Auf der einen Seite wissen wir, dass Rudolfs Verhandler für Correggio-Gemälde aus dem Besitz eines verschuldeten Sammlers, also Rudolf wollte diese Gemälde kaufen, er wollte dafür aber nur 600 statt der geforderten 800 Dukaten zahlen. Der Verhandler der Gegenseite, ein Bildhauer, wollte 1000 Gulden dafür haben. Also hier wird sehr, sehr viel gefeilscht. Auf der anderen Seite kennen wir aber die Geschichte der Erwerbung eines mechanisch betriebenen Himmelsglobus, den Rudolf 1584 in Augsburg bei Georg Roll kaufte. Zur selben Zeit hatte Roll einen vergleichbaren Globus an Rudolfs Bruder, Erzherzog Ernst, verkauft. Dieser kostete um 300 Taler mehr als jener für den Kaiser. Als Rudolf davon erfuhr, war er in der Annahme, ihm wurde der schlechtere Globus verkauft, billiger, also schlechter, so erzürnt, dass er den Händler Roll durch den Augsburger Rat einsperren ließ. Diese Anekdote scheint mir geeignet, um uns Rudolfs Selbstverständnis als Sammler zu zeigen. Das Beste sollte für den Kaiser sein und das Beste sollte nur für den Kaiser sein. Der Preis spielte dabei offenbar keine Rolle. Immer noch waren diese Sammlungen aber, wie auch andere in ihrer Zeit, kaum jemanden durch eigene Anschauung bekannt. Ihr Ruhm fußte zunächst immer noch hauptsächlich auf Erzählungen und Gerüchten. Die Sammlungen an der Zeitenwende zum 17. Jahrhundert wollten noch kein größeres Publikum erreichen. Sie richteten sich an die Elite, an einen kleinen Kreis, an einen Kreis Eingeweihter, wenn man so will, an die jeweiligen Herrscher und an die Ratgeber, die um 1600 maßgebend waren. Im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges allerdings scheint sich die Lage zu ändern. Innerhalb weniger Jahrzehnte wandelte sich der Charakter der kaiserlichen Sammlungen. Sie wurden nun verstärkt als Instrument verstanden und suchten eine breitere Öffentlichkeit. Das ist eine Dynamik, die letztendlich dazu führen wird, dass die Wiener Schatzkammer und auch die Gemäldegalerie, die kaiserliche Gemäldegalerie, in der Tat gegen Bezahlung eines Trinkgeldes, also eines Trankgeldes, öffentlich zugänglich wurden. Innerhalb der kaiserlichen Sammlungen begann diese Dynamik mit bzw. nach dem Tod Kaiser Rudolfs II. Aus seinen nachgelassenen Schätzen, die er noch zu seinen Lebzeiten um die Ambrazer Sammlung seines Onkels Erzherzog Ferdinand II. Erweitert hatte, wurden zunächst die Hofschulden beglichen und seine beiden jüngeren Brüder wurden abgefunden. Aus dem verbleibenden Rest sollte nun eine kaiserliche Kunst- und Schatzkammer, ich zitiere dann aus der Korrespondenz der beiden Brüder, aufgerichtet werden, die jeweils beim Ältesten der Familie verbleiben solle und, Zitat, dem ganzen Haus zur Reputation dienen und dem Haus Österreich riemlich und ansehnlich sein sollte. Zitat Ende. Die Kunstsammlungen wurden nun also gemeinschaftliches Repräsentationsmittel aller Habsburger und waren nicht mehr an eine Person und deren Vorlieben gebunden oder deren Möglichkeiten gebunden. Um den Vortrag von Berit Wagner aufzugreifen, zu zitieren, könnte man sagen, diese Sammlung, die kaiserliche Sammlung, wandelte sich nun vom Ich-Zeugnis zum Dynastiezeugnis. Kaiser Ferdinand II. Wird die Eigentumsverhältnisse an diesen Familienschatz mit der sogenannten Majoratsstiftung 1621 und 1635 weiter definieren. Dies kann nun tatsächlich als weiterer Funktionsübergang in der Geschichte der kaiserlichen Sammlungen angesehen werden, von einer intimen, nach innen gerichteten Sammlung einer Kunstkammer zu einem repräsentativen, nach außen gerichteten Hausschatz einer Schatzkammer wieder, nun aber unter barocken Vorzeichen. Strukturell gibt es nun auch Unterschiede zwischen den Fürsten und seine Sammlung trat nun der Schatzmeister als Verwalter. Bezeichnenderweise werden unter Kaiser Ferdinand II. Auch eigens ein Bildhauer und ein Maler zur Wiederherstellung von zerbrochenen oder beschädigten Kunstwerken in den Hofstaat aufgenommen. Das sind
also die ersten bekannten Restauratoren der kaiserlichen Sammlungen, was nun natürlich notwendig ist, wenn es ein dynastischer Schatz wird, wenn Ererbtes weitergetragen werden soll. All diese neuen Strukturen und auch die Funktionsänderung an sich haben nun natürlich auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Sammlung, aber auch auf den Charakter der einzelnen jeweils neu hinzukommenden Kunstwerken. Die Betonung der Dynastie und des Kaisers als legitimen Erben des Schatzes und damit implizit auch als legitimen Besitzer der Reichsmacht spielt dabei eine zunehmend größere Rolle. Die nun regierenden Kaiser stellen sich als Glied einer langen Kette dar. Der letzte ist wieder unter meinem Kopf, so war das nicht gedacht. Aber das ist praktisch eine dynastische Linie, eine lange Kette der Habsburger, und der letzte Kaiser stellt sich in die Folge dieser Vorgänger. Die Kaiser stellen sich nun auch selbst als Kunstwerke in ihre eigene Sammlung. Kaiser Ferdinand stand überlebensgroß als Messingguss in einer Ahnenreihe, auch hier eine Ahnenreihe, die auch die antiken Cäsaren umfasste. Als lebensgroßer mechanischer Android verblüffte derselbe Kaiser. Er saß, wie wir in einer Beschreibung aus dem Jahr 1677 lesen, auf seinem Sessel, verdrehte mechanisch die Augen, stand auf und reichte die Hand. Sein Sohn Leopold ließ von seinem Kammerbeinschneider Matthias Steindl sich selbst und seinen Sohn als imposante Reiterdenkmäler aus Elfenbein in die Schatzkammer stellen, als Sieger über die Türken und als Friedensbringer. Es waren natürlich Kunstwerke, die sich jetzt an ein Publikum richteten. Es waren auch politische Kunstwerke, Kunstwerke mit einer politischen Aussage. Gleichzeitig waren es Kunstwerke, für die kein intimes, nahes Betrachten mehr notwendig waren. Sie sind von Weitem sichtbar, sie sind imposant, versteckte, verborgene, erst auf den zweiten Blick sichtbare Qualitäten, wie wir sie häufig bei Kunstkammerobjekten finden, also bei diesen intimen Objekten, werden wir hier vergeblich suchen. Diese Kunstwerke sind das, was wir Eyecatcher nennen. Dasselbe trifft auf die imposanten Bergkristall-Kunstwerke zu, die Ferdinand III. Machen hat lassen. Die Rohstoffe dafür, riesenhafte Bergkristalle, waren politische Geschenke. Dionysio Miseroni, Ferdinands Hofsteinschneider und gleichzeitig Schatzkammer, schuf daraus Kunstwerke wie etwa diese 1,5 Meter hohe sogenannte Pyramide, von der Joachim von Sandrart schreibt, dass sie, ich zitiere, den Vorzug vor allen anderen dergleichen Kunststücken behält. Zitat Ende. Größe und offensichtliche Wirkung lässt sich nun ablesen an diesen Kunstwerken. Sie sind aber als Charakteristikum nicht auf den gesamten Bestand der im 17. Jahrhundert neu hinzukommenden Schatzkammerstücke umzulegen. Es gab durchaus auch noch kleine, zarte Stücke. Wenn man aber ein Gesamtcharakteristikum finden will, dann sind es in der Tat Auswirkung, Außenwirkung und Inszenierung. Den Höhepunkt dessen, und damit komme ich nun sehr rasch zum Ende, sehen wir in den Raumgefügen des 18. Jahrhunderts, die für die Aufnahme und die Präsentation dieser Schätze nun errichtet wurden. Die neu eingerichtete Bildergalerie in der Wiener Stallburg zeigt ein Ineinandergehen, eine auf Wirkung gerichtete Abstimmung von Präsentation und Inhalt. Die Kunstwerke werden in die Raumgestaltung integriert. Dabei werden Gemälde passgenau zugeschnitten. Dasselbe können wir an der Neueinrichtung der Schatzkammer unter Maria Theresia feststellen, die den Bestand in 13 neuen, mit Glastüren versehenen Schränken unterbringen lässt. Ein großer Teil dieser Schränke oder Vitrinen hat sich erhalten und wird heute als Präsentation oder zur Präsentation der geistlichen Schatzkammer verwendet. Die geistliche Schatzkammer und ihr Zustandekommen wär noch ein weiterer Bereich, genauso wie die Geschichte der Gemäldegalerie oder anderer ehemaliger kaiserlichen Sammlungen. All das müssen wir heute beiseite lassen, darauf müssen wir verzichten. Ich konnte Ihnen natürlich jetzt nur einen groben Überblick und eine sehr selektive Geschichte bieten. Selektiv und knapp sind auch meine Literaturempfehlungen. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie mit all dem einen nachvollziehbaren Eindruck gewinnen konnten, wie die Habsburger sammeln, wo sie sammeln,
also auf welche Art sie sammelten und warum sie sammelten. Wenn das gelungen ist und auch sonst, freue ich mich auf die nun folgende Diskussion.